Servus zusammen. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt doch heute Abend. Wir haben den Montag, den 5. August. Das ist 22.05 Uhr. Ich mache jetzt noch einen Film über den Nasdaq. Ich wollte eigentlich einen machen über den Nasdaq und den Dow, aber ich habe Zweifel an der Richtigkeit des Charts vom Dow. Deswegen den zeige ich gar nicht erst hier. Irgendwas stimmt da nicht. Da hat sich irgendwas verhauen. Deswegen machen wir den Nasdaq. Und das war, habe ich heute irgendwann bekommen. Die US-Börse stürzt 3% ab. Also, dass das überhaupt eine. Also 3%, ja, hätten die geschrieben, Japan minus, was waren sie, 11% in der Spitze oder sowas. Das hätte ich verstanden, aber 3%, hallo. Was super ärgerlich heute war, Trading-Apps gestört. Tja, das weiß ich nicht, ob da so viele verkauft haben, keine Ahnung. Also das ist echt Panik schüren. Aber das hat mich also auch sehr genervt. Und ein Beispiel, ich meinte irgendwo, oder ich wollte Bitcoin kaufen, ich gebe eine Order ein, ich hatte keine Ahnung, ob das System die genommen hat oder nicht. Eine Dreiviertelstunde später piept es irgendwo auf, du hast Bitcoin gekauft. Sag ich, super. Und da war das Ding schon statt 15% nur noch minus 11. Das war dann ganz gut, aber dieses Stochern im Nebel, nicht wissen, was ich für eine Position habe, selten doof, muss ich ehrlich sagen. Die Sparpläne habe ich ja zugemacht. Das kam mir echt zu Pass, das erwähne ich jetzt nur in einem Satz bei seinem Nasdaq-Film. Aber die Sparpläne im DAX habe ich ja zugemacht bei 17.250. Sage ich aber Mittwoch auch nochmal. Das ist der Freund. Ja. Und zwar haben wir jetzt hier in 17 Tagen 16% verloren. Also ich runde leicht. Ja, das nur mal zum Sagen. Aber jetzt macht ihr das auch mal raus hier, weil das brauche ich nicht. Raus, raus, raus. So. Ihr seht, Märkte fallen meistens schneller, als dass sie steigen. Meistens. Und jetzt sind wir hier bei insgesamt einem sehr interessanten Niveau. Das hier war die Aufwärtsbewegung vom, was war das, der 28., 26.10. Konnte man relativ gut anlegen. Ich gebe ja nicht so viel da drauf, weil dieses ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, das macht mich verrückt dabei. Wir sind auf das 50er, erst auf das 38er. Und heute fast auf das 50er Retracement bei 17.399 gekommen. Ich meine, im Nasdaq war der Tiefskurs irgendwas mit 17.450 oder 60, irgendwo da. Hier ist die 200-Tage-Linie. Haben wir da auch gesehen, haben ein bisschen drüber geschlossen. Dieses Niveau hier ist ein riesiges, ich nenne es jetzt mal Konvolut, was wir über Monate hatten. Hier vom 23.01. Ja, bis hier hinten hin, bis zum 14.05., diese Seitwärtsphase. Back to Breakout. Ja, sogar wieder ein bisschen reingetaucht. Wir sind über das MACD weiter negativ. Nicht der, logischerweise, nicht der Hauch einer Stabilisierung, genauso wenig über den Oszillator. Das heißt, grundsätzlich sieht es weiter nach Kursen aus, die hier irgendwo hingehen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass dieser Bereich hier, das eben genannte Konvolut, mit der 200-Tage-Linie, mit dem 50er Retracement, dass das auch mal ein bisschen hält jetzt, ein bisschen Gegenwert geht. Vor allen Dingen, nachdem wir jetzt hier diese fast 16% verloren haben in den 17 Tagen. Long zu gehen ist nicht gut gewesen in den letzten Tagen und da muss man höllisch aufpassen. Ich habe festgestellt, oder vielmehr, ich gucke dann gerne auf den 10-Minuten-Chart, wenn der hier irgendwo hochdreht, und dann auf die Stunde. Und wenn die Stunde hier unten irgendwo ist und 10 Minuten klettert hier schon ein bisschen hoch, dann gehe ich rein, dann probiere ich das. Vor allem, wenn es dann so wichtige neuralgische Marken sind wie hier. Ich habe euch, also ich gehe mal von aus, so mache ich das. Ich glaube, dass wir hier irgendwo halten. Eine kurze Gegenbewegung machen. Hier nochmal deutlicher über die 18.000. 18.2, 18.3, vielleicht dieses Gap hier irgendwo schließen. Das wäre 18,4. Also man muss damit rechnen. Wir hatten ja letzte Woche auch so eine heftige Gegenbewegung. Man muss damit rechnen. Es sind einige Werte ganz, ganz stark verprügelt worden. Intel allen voran. Nvidia auch. Ja, von 140 jetzt runter auf 100. Die Apple bei 209, die waren heute auch schon unter 200. Also das sind schon einige Werte hier ordentlich wirklich abgestraft worden. Ich gehe nur long. Wenn ich wirklich hier unten ein Kaufsignal habe über den 10-Minuten-Pegel. Aber dann auch, dann ist es eine kurze Geschichte von vielleicht einer Stunde oder 150 oder 200 Punkten. Mehr ist das nicht. Also das ist jetzt hier nichts mit Buy and Hold. Ich kann aber verstehen, ich habe mit einigen gesprochen, die sagen, naja, ich kaufe jetzt mal eine Nvidia bei 100. Die kommen schon wieder. Ja, das mag sein. Aber ich würde niemals mit der ganzen Position da reingehen.
Ich habe auch Kleinigkeiten in verschiedenen Aktien gekauft, aber das ist, wenn wir morgen nochmal 10% verlieren, wird mich das nicht umbringen, aber ich habe sie, um es zu spüren, um den Markt ein bisschen zu spüren. Also ich könnte jetzt, wenn ich keine Position habe, würde ich jetzt hier nicht mehr short gehen. Das würde ich nicht machen. Das überlege ich mir erst, wenn wir hier unter der 17.000 sind. Aber das sehe ich jetzt momentan nicht. Ich rechne eigentlich jederzeit damit mal mit so einer kleinen Gegenbewegung von, naja, klein ist in diesem Fall rund mal 6, 7, 800 Punkten. Aber mehr sehe ich nicht. Wirklich positiver würde ich erst werden, wenn wir dieses Niveau hier bei 19.550 per Schlusskurs überbieten. Das ist das letzte Zwischenhoch mit der 20-Tage-Linie, die momentan halt schon heftig fällt. So habe ich auch die Scheine ausgesucht. Na, komm her. So. Und zwar, machen wir das mal so. Der 16.223er liegt noch unter dem 60er Retracement. Der hat für mich einen sehr ungewöhnlich geringen Hebel, aber wir haben gelernt, dass diese Hebel sich innerhalb von Minuten wird aus einer 11 eine 20. Das geht also relativ flott momentan. Ich mag sowas. Ja, das ist dieses langweilige Seitwärtsgeschiebe, sei das im DAX oder hier im Nasdaq, ja, was mal gut ist für 50, 100, 150 Punkte. Ich glaube, das hat jetzt erstmal ein Ende. August und September sind die traditionell schlechtesten Monate an der Börse. Deswegen glaube ich also nicht, dass wir hier irgendwie drüber gehen. Ich rechne auf Sicht von 3 bis 4 Wochen auch nochmal mit dem Erreichen von unter 17.000, vielleicht dieses Retracement hier. Aber heute hier und jetzt würde ich jetzt nicht drauf fixen. Ich habe diesen Call, das ist ein 11er-Hebel. Ich habe aber auch einen, der ist aber nur für die Hartgesottenen. 17.026, da sind wir hier. Sowas nehme ich, wenn sich hier unten was dreht. Selbst ich gehe bei diesen Märkten ein bisschen weiter weg, weil das musste man feststellen, wenn der Markt dann in Richtung des NOX geht, des KOs geht, da werden oftmals die Preise breiter gestellt. Ich kann das verstehen aus Emittentensicht. Die müssen sich auch irgendwo irgendwie abhatchen. Ja, und die Märkte sind halt super schnell. Mein Problem ist halt, ich habe kein Vertrauen zum System. Also zu dem Handelssystem momentan. Das war so dämlich heute, das hat mich echt geärgert. Als Put, und eben habe ich diese Marke hier genannt, habe ich einen, der dahinter liegt, bei 19.572. Den kaufe ich jetzt nicht. Wenn der Markt deutlicher hochgehen sollte, und das hat sich nicht nur stabilisiert, sondern gab sogar Kaufsignale, muss man schauen, mit welcher Geschwindigkeit wäre das der erste Put meiner Wahl, wenn ein neues Verkaufssignal entsteht. Das habe ich nicht, die sind alle noch existent. Ja, aber ich kaufe den jetzt hier nicht, das mache ich noch nicht. Aber ich will zumindest mal, dass ihr ihn auf der Watchlist habt. Gut, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.